Was geht ab, Leute? Das Drama um Shy Lily mit der Streamerin Small Lola ist momentan in aller Munde in der VTuber-Bubble. Es ist einfach so ultra dreist und einfach so frech, was die nämlich abgezogen haben. Also, falls ihr VTuber-Fan seid und davon noch nicht mitbekommen habt, dann lehnt euch zurück, genießt die Show und lasst auf jeden Fall ein Follow da für mehr Infos. Momentan geht nämlich auf Twitter die Streamerin Small Lola durch die Decke, aber nicht ganz im guten Sinne. Sie hat nämlich anscheinend einfach ein Plagiat von dem Kostüm bzw. von der VTuberin Shy Lily nämlich gemacht. Und ihr müsst euch das einfach mal reinziehen. Da ist schon eine sehr krasse Ähnlichkeit vom Model nämlich da. Und hier könnt ihr nämlich in Beiträgen nämlich sehen, viele haben das ausgemalt, was nämlich gleich ist, was die kleinen Unterschiede sind. Und dieser Post ist nämlich richtig geil. Der ist nämlich von der Ikara. Und hier wird nämlich gesagt, oder hier wird nämlich gezeichnet, wie Shy Lily nämlich aussehen würde, wenn sie einfach ihre Farben nämlich benutzt hatten. Und ich denke mir so einfach, Bruder, wie kann man das denn so dreist einfach 1:1 mehr oder weniger kopieren? Man muss ja das Rad nicht neu erfinden, ne? Ich will ja auch nicht haten, aber das hätte man auf jeden Fall deutlich anders machen können. Aber, Leute, das ist nicht das Schlimmste, was hier nämlich gemacht worden ist. Nicht nur hat anscheinend eine Ähnlichkeit vom Aussehen und alles Mögliche, sondern zieht euch mal einfach die Stimme rein, die sie nämlich verändert hat. Und sie hört sich einfach wirklich Real Talk an, wie Lily in einigen Sachen und benutzt sogar die gleichen Memes und vieles, vieles mehr. Es ist einfach krass. Hallo. I heard you like VTubers and if you haven't noticed yet, I happen to be them. Now, I have the solution to all of the problems in your life. I feel like I'm too German for this conversation. We don't really care. Like when we also when you go swimming to like a public pool, when you use the showers, everyone's naked. Ah ja, Leute, hier habt ihr gehört. Was denkt ihr? Glaubt ihr, sie hat einfach 1:1 ihr Stil, Stimme und alles Mögliche kopiert oder ein bisschen geändert, um nicht aufzufallen, so als früher wie bei den Hausaufgaben? Lass mich mal kurz abschreiben. Ich kann ehrlich nicht dazu sagen, hatet diese Person aber nicht. Aber ich finde schon, dass da eine sehr krasse, ja, es ist einfach eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit und sowas sollte auch nicht gemacht werden. Und ja, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, lasst dein Abo da und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video. Leute, Kuss geht auf jeden Fall raus an alle VTuber-5s. Womp zu dem Womp, Leute. Shy Lily macht hier einer nach.